Das Rathaus Salzburg lädt zum Tag der offenen Tür im neu renovierten Gebäudekomplex. 3,6 Millionen wurden für die Generalsanierung in die Hand genommen. Neben der geschaffenen Barrierefreiheit verfügt das Gebäude nun über einen Durchgang zum Rudolfskai und über eine Öffnung des Lichthofes mit nach innen versetzten Stiegen. Eine aufregende Mischung zwischen alter Bausubstanz und neuer Architektur erwartet die Besucher. Nebenbei zeigt das Stadtarchiv Schätze aus dem alten Ratsarchiv, darunter den Münzschatz, der 2006 im Keller entdeckt wurde, und bietet Bücher zum Sonderpreis. Im Saal des Gemeinderats kann man schließlich eine Pause einlegen und den Platz seines Lieblingsgemeindepolitikers einnehmen. Hier werden künftig wieder hitzige Debatten stattfinden. Nicht nur die Politik präsentiert sich hier im neuen Rathaus, sondern auch die beiden Unternehmen sowie die Polizeistation Rathaus. Man ist froh über die Fertigstellung nach 15 harten Monaten. Das zu arbeiten ist sicher ein gelungenes Bauvorhaben, was da entstanden ist. Und die Leute haben wieder doppelt so viel Platz wie vorher. Und die Arbeitsverhältnisse sind natürlich gestiegen. Ja, wir sind mit der Sanierung durchaus zufrieden, weil wir jetzt wieder ein funktionierendes Klo haben, das wir vorher während der Umbauzeiten nicht immer hatten oder weit gehen mussten. Und somit ist es für uns auch vom Staub her schon eine sehr große Erleichterung. Wir hatten ja während der Umbauphase sehr viel mit Staub zu kämpfen. Wir haben da ein eigenes Kabäuschen gehabt und Überdruck, dass kein Dreck reinkommt oder Staub reinkommt. Und somit sind wir froh, dass wir so weit sind, wie wir sind. Trotz sengender Hitze strömten tausende Besucher herein, um die neuen Räumlichkeiten zu begutachten. Hier und da noch ein leerstehendes Büro, doch das ist irrelevant angesichts der Neuerungen. Faszinierend ist ja auch der schöne Saal im ersten Stock mit den wunderschönen Marmorsäulen. Bürgermeister Schaden sagte mir gerade, dass dieser auch späterhin für öffentliche Veranstaltungen zugänglich ist. Und das ist sehr erfreulich für die Salzburger. Und mit der Glasbedeckung, also da sieht man sehr gut, das hat sehr viel ausgemacht. Das war früher alles zu, ich habe gleich nebenbei gearbeitet und es ist eigentlich nie da aufgefallen, dass da im Innenhof so schöne Sachen gesandt haben. Wir sind seit ungefähr 25 Jahren herinnen in dem Gebäude, aber nur haben halt provisorisch unsere Waffen im Keller gehabt und war halt ein bisschen schwieriger. Das Ganze war ein bisschen schwieriger und jetzt freuen wir uns über das neue Lager und über das neue Büro, was wir haben. Zu guter Letzt gewährt uns die Bürgergarde einen Blick hinter die Kulissen. Diese flankiert die Eingänge und beeindruckt mit Kanonensalut, Trommlern und Pfeifern. Waffen- und Kleiderkammer stehen wie die Gardekanzlei offen. Die Waffenkammer beinhaltet die Spendon und auch die Schützenscheiben, die Martini beschossen werden. Dann der krönende Abschluss der Besichtigung, der Ausblick vom Glockenturm, der nur an diesem Tag für die Besucher offen stand.